Digga! Ohne Witz, das ist das dritte Mal in. In der letzten Folge, liebe Freunde, haben wir einen weiteren Arena-Orden ergattern können. Gegen Kate, die hotte, aber nicht so schlaue Arena-Leiterin. War ziemlich easy, oder? Ja. Wirklich. Und damit willkommen zurück bei der Souling Challenge, meine lieben Freunde. Es ist wunderschön Sonnenuntergang oder ne, Abendsonne hier. Ja, bisschen romantisch. Ich weiß nicht, wie die Stadt hieß. Irgendwie Kielten, ein komischer Name. Kielten, glaube ich. Kielten, stimmt. Und wir sind eingeladen mit Rose und seiner super hotten Begleitung Olivia zu essen. Und zwar im nobelsten Restaurant der ganzen Stadt. Auch im einzigen Restaurant der ganzen Stadt. Ich wollte gerade sagen. Ah, das sind die Butler-Pokémon. Wie hießen die? Wellenbruch oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll das oder? Amazing sein. Wellenflucht, ja, irgendwie sowas. Was ist das für ein Ding? Ich weiß es nicht. Wir sehen das überall, aber wir wissen nicht, was es für ein Pokémon ist. Ich finde irgendwie immer noch, es könnte so eine Weiterentwicklung von Chanera sein, so Gala-Chanera. Weißt du, was das ist? Das ist Gala-Ordoch. Das ist Gala-Ordoch. Ja, das ist safe. Einfach, weil so die. Oh, das ist ein geiles Pokémon. Nee. Oh, what? Da hat was geglitzert. Ich hätte schwören können, das ist ein geiles Item. Aber ist es nicht. Okay, sorry. Oh, willkommen im Restaurant Wellenflucht. Ach, das ist alles, was du zu sagen hast. Das ist aber schlechter Service. Okay. Ein Wodka Bull, bitte. Ach so, gibt's nicht. Ein Glas Wasser mit Zitrone. was? Ja, mit Kohlensäure. Danke. Präsident Rose kommt ab und zu inkognito hierher, aber trotzdem wissen alle Bescheid. Ach Gott, das muss ja schlimm sein, wenn man so famous. Und da ist auch noch jemand, den wir kennen, ne? Ja, zwei hotte Girls auf einem Haufen. Yes. Hübi, lass uns einen Sieg gebühren feiern. Ich habe mich immer noch nicht umgezogen. Ach was, dich hat er also auch eingeladen? Oh, muss ich jetzt beide Mädels sprechen? Ich wollte gerade sagen, ihr kennt euch? Na wunderbar. Aber setzen wir uns doch erstmal. Ich meine, zwei Bitches sind ja schon nice. Yes. Welche nimmst du? Stehst du mehr auf Rot oder? Das ist sau schwierig. Das ist echt eine. Da könnten wir jetzt eine Grundsatzdiskussion führen. Ich überleg's mir noch. Ich gebe dir gleich eine Antwort. Okay. Kielten ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Daher lege ich euch ans Herz. Lege ich euch. Er sieht's uns. What? Eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal ganz unter uns. In diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles übel nice. Wie geht's übrigens Professor Magnolica? Ich hoffe doch bestens. Ich habe ihre Forschung viel zu verdanken. Mein Gangster-Imperium basiert auf ihren Forschungen. Wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter den Dynamax-Bändern, mit deren Hilfe man Pokémon diesen groß machen kann, von meiner Firma. Ja, ich habe überall meine Finger im Spiel. Aber ohne Professor Magnolikas Forschung über die Wunschsterne wäre das nie möglich gewesen. Was haben Sie gerade was gesagt? Ich war abgelenkt von... Naja, dem Wortspiel, dass Sie überall Ihre Finger im Spiel haben. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch Kopfzerbrechen bereitet. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer nur an ihre Forschung. Als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar einen Energiequellendetektor in die Hand gedrückt. So vergessen ist sie. Was? Versessen. Ach so, versessen. Vergessen. The fuck. Ein Energiequellendetektor. Was zum Teufel soll das sein? Das sind diese Geräte, mit denen es erstmals möglich wurde, Energiequellen aufzuspüren. Mit anderen Worten, ich trage Sonnenbrille im Club, weil ich cool bin. Nein, Joke. An denen dank eines erhöhten Aufkommens von Gala-Partikeln Pokémon Dynamaximiert werden können. Aber dass Professor Magnolica so frustriert ist, höre ich gar nicht gerne. Ich würde alles tun, um ihr zu helfen. Aha. Nein, ja. Du solltest dir unbedingt einmal die Schatzkammer von Claw City ansehen. Da habe ich richtig geilen Scheiß drin, Rollies und so weiter. Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Region begraben ist. Jetzt mal ohne Witz, der Typ ist schon ein Babu, wie er da sitzt, ne? Ohne Scheiß. Das ist die Schmalzlocke, der Bart, die Brille. Ja. Crazy. Oh, Olivia. Ja. Warte mal, warst nicht du, Olivia? Gerade noch? Nee.
Okay, egal, komm. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sanja Einlass gewährt wird. Und verzeihen Sie mir, verzeihen Sie mein Drängen, Rose, aber Ihr nächster Termin wartet. Und ich habe auch noch ein Date. Schon, aber ich habe heute doch noch gar keine Chance, mit Hugh zu sprechen. Ach, scheiße. Ja, und zu essen. Es lässt sich wohl nicht ändern. Es war mein Vergnügen, meine Damen, meine Herren. Die haben zwei Sätze gewechselt. Die haben weder gegessen noch sonst was, aber gut. Ich würde aber, glaube ich, eher Olivia statt Sanja nehmen. Okay, dann nehme ich Sanja. Alles klar, neues Teammitglied. Neuer Encounter. Ist ja nicht total hot. Ich weiß ja, dass er gut, dass er es gut meint mit mir, aber diese Schatzkammer, sie klingt nach viel Arbeit. Was soll das? Was? Ich weiß auch nicht, was mit ihrer Schatzkammer, ich check das auch nicht. Naja, wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung und ein paar Goldbarren finden. Ich habe gehört, dass du dir den Wasserorden erkämpft hast. Naja, besonders schwer war der ja auch nicht, ne? Kate und ich, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Die war ja schon immer ein bisschen hängen geblieben, aber naja, hübsch ist sie. Ist kein Kinderspiel. Ja, genau. Ja, alles klar. Nimm diese Belohnung. Heimzahlung. Ist das sowas wie Gegenstoß? Ah. Ach so, besiegt der Mitstreiter, okay. Ja, richtig. Nachdem ein Teammitglied besiegt wurde, hat das 140 Stärke anstelle von 70. Naja, damit sollten wir in der Soling nicht rechnen. Nope. Kate und ich waren gut befreundet damals in der Schule, bis sie mir mein Kajal mal geklaut hat und behauptet hat, dass es umgekehrt gewesen wäre und ich musste vor die Tür. Seit da hasse ich sie auf den Tod, aber ja, vielleicht sollte ich nochmal bei ihr vorbeischauen und uns aussprechen. Alter, die Bitches. Ja. Alles ihren Krallen. Oh Gott, Digga. Oh, nee. Oh, du hast jetzt den Pflanzenorden und den Wasserorden, ne? Ja, als nächstes müssen wir Krabu besiegen. Krabu. Den Erinnerer von Engine City, weil der ist eine richtige Maschine. Checkst du? Engine, Maschine, Legende von Hop. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über den Arena-Leiter Krabu. Er legt nämlich gerade in der Galamine 2 ein Sondertraining ein. Er versucht gerade die 200 Kilo auf der Handelbank zu drücken, Testo und so, du weißt Bescheid. Wenn Krabu nicht in seinem Stadion ist, zieht uns das erste Nichts nach Machine City. Warum schauen wir nicht mal in der Galamine 2 vorbei? Sondertraining ist doch genau dein Ding. Du stehst doch auch auf so Dinger. Ich find's ein bisschen weird, dass das Galamine 2 genannt wird. Dachte ich mir auch. Da das ist wie so ein Projektname, der nicht umbenannt wurde. Ja, da hätten sie sich ein bisschen was anderes einfallen dürfen. So, wie schaut's aus? Wollen wir uns jetzt die Encounter da drüben noch holen oder wollen wir jetzt direkt weiter? Beim Angeln meinst du? Ja, lass sie uns holen. Lass uns schauen. Ich vermute, wir kriegen keinen neuen Encounter. Also ich glaube immer noch Karpado oder Schildkröte. Aber wir können es ja mal abchecken. Okay. Aber da du beim letzten Mal das Käfer-Pokémon als erstes geholt hast, würde ich jetzt als erstes die Angel auswerfen. Mach das. So. Oh, wenn man mit dem Fahrrad dran vorbeifährt, verschwinden. Dann flüchten die sozusagen. Okay, so. Ich nehme mal den hier. Oh, schau mal, da glüht einer. Oh, shit. So, und hier ist... Ja, ein Schwellkopf. Habe ich schon. Dann wirf du mal aus. Ja. So. Rasierblatt, weg mit dir. Den darfst du behalten. Picuda! Wunderbar. So, aber 24. Jetzt, vielleicht ist hier noch ein Goldini, weil dann hätte man quasi Zugriff auf alle Poké-Kate auch. Oh mein Gott, das Ding hat Fuchtler? Holy shit. Oh mein Gott. Da hätte ich jetzt direkt einen Ball werfen können. Also ich habe bisher jedes Pokémon mit dem Ball instant gefangen. Okay, jetzt muss ich gucken, was ich reinswitche, Digga, weil Fuchtler ist eine ziemlich starke Attacke. Ja, ich habe übrigens auch noch in den Kommentaren gelesen, jetzt wo es gerade kam, bei funkelnden Pokémon, die können entweder besonders stark sein oder besondere Attacken haben. Ich denke, das ist bei dir der Fall. Stimmt, die können Zucht-Moves haben oder versteckte Fähigkeiten. Ja, bei mir ist es übrigens auch ein Picuda, aber ich denke, es lohnt nicht, wenn wir beides gleich haben. Dann geh nochmal rein und guck, was es da gibt. Ja. So, also ich denke, ich werde dann einen Karpador holen, sollte hier eins sein.
Weil, wie gesagt, den Schwerkopf habe ich schon. Aber man kann ihn schon leveln. Digga. Bro, die geben dir übel. Ja, der Fuchtler ist halt ein 100, was? 150er Move oder so? Oder ja. Das ist, nee, 120? Das ist Wutanfall genau. In normal. Ne? Ja. Ich möchte übrigens an der Stelle nochmal erwähnen, dass bei mir, glaube ich, noch kein einziges funkelndes Pokémon aufgetaucht ist. Echt? Ja. Lol. Das ist richtig weird. Ja. Das ist tatsächlich seltsam. Oder so. Mir ist es noch nicht aufgefallen, aber ich habe noch bewusst keins gesehen. Okay. Vielleicht, keine Ahnung, kann mich ja jemand in den Kommentaren berichtigen und vielleicht gab es das bei mir auch schon, falls das jemand zufälligerweise gesehen haben sollte, aber mir wäre es nicht bewusst, dass bei mir irgendwas funkelt. Okay, haben wir gefangen? Nice. Ja, also bei mir kommen auch nur Picudas. Okay. Naja, ich meine, in der Theorie... Sollen wir drei Picudas linken? Du kannst entweder Picuda oder noch einen Schwellkopf nehmen, falls dein einer Schwellkopf stirbt. Double Schwellkopf. Naja, jetzt lachst du, aber wenn der halt irgendwie zufällig verreckt, wenn er eine Pflanzenattacke frisst, dann bist du vielleicht froh, dass du noch einen hast oder so. Keine Ahnung. Ja, ich schau mal, ob noch mein Schwellkopf kommt, weil jetzt kam jetzt, glaube ich, vier Picudas hintereinander. So, wie nennen wir das Ding? Das Teil nennen wir folgendermaßen. Aber es ist ziemlich geil, dein Picula hat jetzt Fuchtler. Ja, schon, ja. Und mal schauen, was die Fähigkeit ist. True. Auf die Fähigkeit bin ich auch sehr gespannt. So, den nehmen wir Matze, den Fisch. Matze ist ebenfalls ein Mitglied auf dem Kanal. By the way, Leute, ich habe sehr viele neue Mitglieder auf dem Kanal, aber nur irgendwie 5, 6, 7 Kommentare von Mitgliedern. Also schreibt unbedingt Kommentare in die Dingens. Sonst, naja, ne? Kann ich nicht die Pokémon noch euch benennen, weil ich keine Kommentare von euch sehe. So. Warte mal, wo ist denn der hier, der Bericht? Bericht von Matze. So, hier. Wassertempo. Das Ding hat sogar ein Minus-Angriffswesen und hat gut Damage gemacht. Taucher hat das. Okay, interessant. Bis zum Fuchtler. Ja, kann man machen. Kann man machen. In eine PC-Box schicken. So, 200 Watt. 200 Watt Base Machine. Ja, also, wenn jetzt wieder ein Picuda kommt, dann nehme ich das. Ich habe jetzt 8 Picudas hintereinander oder so. Okay. Oh, Digga, das ist eine sehr gute Typenkombination. Geil, boah, Elektro, crazy. Elektro-Wasser, uff. Dass es das hier gibt. So, ich werfe direkt meinen Netzball. Das könnte direkt drin bleiben. Das ist wirklich sehr gut. Landhorn ist eins der bulkigsten Pokémon, die es gibt. Geil. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht kille, aber es ist sogar Level 24. Ja, moin. Okay, ein Abschlag sollte es nicht umbringen. Nee, never. Kann ich sogar zweimal einsetzen. Oh, jetzt bin ich verwirrt. Ich werfe lieber noch meinen Ball. Oh, das ist cool. Das hätte ich nicht gedacht, dass es das hier gibt. Lumpy ist sehr cool, beziehungsweise Lantoren. Sehr starkes Pokémon. Wird auch super wenig verwendet, weil es halt nicht oft angetroffen wird. Ja, nice. Da ist es. Das ist ein cooler Link von zwei Fischen. Yes. Dann würde ich jetzt aber sagen, dass noch was in der Folge passiert. Gehen wir mal instant auf die nächste Route. Oh, Entwicklung vom Schwellkopf. Oh, sehr gut. Yes. Da ist sie. Wie gesagt, spätestens auf 24 hätte ich sie erwartet, weil Kate's. Und es heißt, das haben wir schon gesehen, Kamal. So, und jetzt schauen wir mal, ob der Steintyp dazukommt, wie vermutet von dir. Ja, richtig. Sein streckbarer Hals ermöglicht es ihm, auch entfernte Gegner zu erreichen, die es damit seinen scharfen Zähnen ausschaltet. Sehr schön. Und er versucht, Felsgrab zu lernen. Sehr schön, ein Stab-Stein-Move. Ja, ein physischen Stab-Stein-Move vor allem. Ja,
Stärke 60 mit Init Drop. Mhm. So, dafür fliegt das Schutzschild raus. Ich würde, ja. Oder den Biss? Nee, Biss nicht, weil du hast die... Ja, aber Aquaknarre brauche ich als Wasser-Step-Move. Ja, aber die Kopfnuss brauchst du nicht, weil du outspeedest sowieso nix. Hm, stimmt, dann kann ich den Flinch nicht. Meinst also, du, ich Felsgrab ist erhalten? Ja. Felsgrab ist immer stärker als Kopfnuss. Pokémon. Ja. Ha? Für die Dynamax-Pokémon, der Arena-Leiter, kann ich den ersten Move erstmal mit Schutzschild blocken. Ja, mit Schutzschild kannst du halt stallen oder halt auch scouten, ob der Gegner halt Pflanzenmoves hat oder so. Irgendwie, ja. Wenn du dir nicht sicher bist. Whatever. Also es ist definitiv kein schlechter Move. Und Kopfnuss brauchst du wirklich nicht auf dem Ding. Das stimmt. So, okay. Nach der Stadt kommt, by the way, direkt diese Mine. Und hier habe ich bereits ein paar Pokémon gesehen. Allerdings sind das nur alte Pokémon bisher. Okay, okay. Aber halt auch der Rivale. Du kannst während schon mal den Dialog lesen. Ich suche genau, das mal. Genau. Oh, du bist schon wieder, du armer Bauer. Widerlich. Kämpfe gegen minderwertige Gegner sind eine unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dein Niveau herabzulassen. Aber Schwächlinge wie dich in ihre Schranken zu weisen, ist irgendwo auch ein Akt der Gnade. Wenn du dir tatsächlich einbildest, mich besiegen zu können, hast du meine Erlaubnis, mich zum Kampf herauszufordern. Was sagst du, du Bauer? Safe, Bruder. Let's go. Okay, Rivalenkampf. Übrigens nenne ich meinen Lumpy Saski mit einer meiner allerersten Zuschauerinnen schon vor 4,5 Jahren am Start. Nice. In eine PC-Box. Seit ich wurde vom Liga-Präsidenten Rose persönlich ausgewählt und er kennt mich. Wir sind Bros. Dass ich verliere, ist völlig undenkbar. Ja, so wie in der anderen Mine, ne? Mann, ist der Typ schlecht. So, aber er hat 4 Pokémon, by the way. Das ist nicht wenig. Das stimmt. Und er startet mit Monozyto. Oh, das ist gut zu wissen. Dann switche ich gleich mal zu meiner Schildkröte, weil die hat Biss. So, Psychoschock, das wird resistiert und Lichild macht gar nichts. Warte mal, wir bräuchten einen Reflektor dafür. Das trifft nämlich die physische Dev. So, da macht gar nichts mehr. Oh, das hat mehr gemacht, als ich dachte. Käfertrutz. Bist du in der Galamine? Ja. Und durch? Nee, du musst einfach nur ein bisschen weiter. Oh, okay. Ein Reißlaus. Ja. Und da kann man auch angeln. Das ist ein sehr cooles Pokémon. Das entwickelt sich doch zu diesem... Wie heißt das? Tektas. Richtig. Das wäre doch dein Main-Pokémon in deinen Wi-Fi-Battles, oder? Main-Pokémon nicht, ja, aber... Ja, Main nicht, aber es war häufig dabei. Aber ja, definitiv eins meiner Lieblings-Pokémon von der siebten Gen. Ja. Hat es nicht diese Fähigkeit, dass es ab Hälfte der Leben noch krasser wird? Nee, es switcht dann raus. Ach, switcht raus, das war's, stimmt. Irgendwas war da. Moli Morba. Oh, das Ding auf Felsgrab? Wow, zum Glück habe ich den Reflektor. Das war ein Crit? Also, lol. Gar nichts gemacht. Kommt der Psystrahl, der tut auch weh. Oh my goodness. Okay. Hat er bei dir auch Trank eingesetzt? Nee, aber der hat Unbeugsamkeit. Ach. Und das ist nicht geil. Sehr schön. Das erste Opfer für meine alles zerbeißende Schildkröte. Dieses Monozyto, Level 23 für Shibi. Ah, da ist das Molimoba, okay. Das ist nicht gut. Oh Gott. Okay, mal gucken. Plus 2. Aber wir haben noch Lichtschild draußen. Okay, das macht glücklicherweise nicht ganz so viel. Wenn er crittet, dann habe ich ein Problem. Mach jetzt keine Scheiße. Nee, nee, nee. Oh, jetzt bin ich verwirrt. Really? Ah, oh, das wird sich raus. Das ist mir zu unsicher.
Das setzt einen fucking Supertrank ein wieder. Er stallt meine Lichtschilde aus. Zum Glück haben wir Lichtleben. So, Arcani, regel das mal. Der Lichtschild hört auf zu wirken. Das ist crappy. 8 Runden lang bist du schon in dem Battle. Ja. Uff. Wer hat hier den fettesten Spätzdeath? Der. Jeder Psychstreife wird. Okay, ich muss zu Cremor raus. Ich finde die Musik übrigens nicht so geil bei dem Kampf zugeben. Bei dem. Hier bei ihm. Die ist ein bisschen verwirrend, finde ich. So total konfus. Okay, ja. Verstehe, was du meinst. Oh Gott, Digga, warum überlebt er das wieder mit einem KP, Mann? Dieses scheiß Molimorba! Uff. Mich stresst das Molimorba auch gerade extrem. Zauberblatt kann ich verfehlen, danke. Ja, vor allem hat er einen Supertrank eingesetzt und ich musste quasi zweimal gegen das Ding kämpfen. Und es war auf +2 Spätzetech. Uff, was hat es eingesetzt? Naja, es war auf +1. Es war seine Fähigkeit, Unbeugsamkeit. Ah, okay. Ich habe seinen Spätz-Attack gesenkt und dann ist es auf +2 gekommen. So, Brimova. Oh Gott, was ist das denn? Ach, das ist sein Hauptding. Ach, stimmt, diese Zipfelmütze. Ja, genau. War das jetzt ein Feen-Pokémon? Ich glaube, das haben wir noch nicht rausgefunden. Was hat Fee für Schwächen? Gift, Stahl und... Ja, Gift und Stahl. Und Feuer. Okay, okay. Und du resistierst aber mit Feuerattacken. Okay, ja, aber ich werde dann fast in meinem Mauzi... Ah, wohl. Nee. Okay, aber er hat Psystrahl. Ah, okay. Einfach, damit du Bescheid weißt. Dann drücke ich mir einfach ein Turbo-Tempo rein, damit bin ich auf der sicheren Seite. Seit 4 freaking Runden verwirrt. Oh, sehr gut, er trifft. Oh, dass sie nun schon kämpfen, könnte ich hier ein paar neue Attacken ausprobieren. Ah, Psychstrahl ist keine neue Attacke, Bro. Aber der scheint ein reiner Psychotyp zu sein. Psychogeist. Hm. Ich find's by the way nice, wie meine Farben der Facecam exakt die der Mine matchen. Stimmt, voll, voll. Oh, er hat einen Ponyta! Oh! Sexy! Das ist richtig nice. Aber er hat bisher nur Psycho... Hast du die Galopper-Entwicklung gesehen? Nein, hat man nicht. Da bin ich sehr gespannt. Oder ob es ein Galopper wird oder auch wieder neues Pokémon. Ja. Auf jeden Fall, der Typ hat nur Psycho-Pokémon, ne? Ja. Gefühlt. Oh, das sieht so nice aus. Das sieht echt schön aus. Schon wieder verwirrt. Jeder scheiß Psystrahl oder Konfusion hat mich bisher instant verwirrt. Alter. 3-mal jetzt schon. Alter, bitte. Luigi Boy. Mach es fertig. Boah, du bist so ein Trottel. Heil mal lieber hoch. Ja, ja, das mache ich jetzt. Die Crits kommen nah. Ja, das war sogar ein Crit. Uff. Ja, ich wechsle raus. Das ist okay. Also, es kommt eine Konfusion. Vermutlich. Womit kann ich das gut abfangen? Na, ich muss hochheilen fast. Na, ich heile. Das ist mein drittes Highlight-Item, was ich tatsächlich einsetze. Aber 3 darf ich. Alter, dass ein Galaponita so stark ist, Mann. Also ja. Generell. Das sind unentwickelte Pokémon, die teilweise sehr viel Probleme bereiten. Yes. Ist wirklich crazy. Zum Glück hat Arcani die Überreste, das macht es sehr, sehr schön bulky. Yes. Arcani mit Überreste ist super. Ja. Meine Fresse! Aber ein bisschen verwirrt ist er, ne, der Junge? Vor allem bin ich immer mindestens 3 oder 4 Runden verwirrt. Aber vorhin kam ein Crit und der hat mir fast nichts gemacht, also kann ich jetzt noch... Voll. Und die Verwirrung sollte jetzt auch hoffentlich mal weggehen. Bra!
Bruder, ohne Witz, das ist das dritte Mal in... Ja, jetzt muss ich rausswitchen. Nee, musst du nicht. Bro, willst du es echt drauf anlegen? Crits machen eineinhalb so viel Damage und du hast mit Überreste mehr als genug Leben. Außer er macht jetzt einen Hyperstrahl oder so, aber... Ah, okay. Triggern, der Kampf. Ja. Ultra-triggern. Ey, das ist nur ein Ponita, ne? Ja. Und das macht Probleme. Also, das ist wirklich interessant. Und du, ich meine, wir haben sehr effektive Attacken für den Typen gehabt, aber gut. Ja. Na schön, ich korrigiere eine Schwächling. Bist du nicht. Aber dafür ein Schwachkopf. Shit. Zu glauben, dass du die Arena-Challenge bestehen könntest, ist beinahe Schwachsinn. Hier hast du schon mal einen kleinen Trostpreis. Und jetzt verpiss dich, du Bauer. Oh, ich habe gerade mein erstes Autogramm gegeben. So, jetzt habe ich aber Wichtigeres zu tun. Tschüss. Au revoir. Alter, da kommen Glibunkes und laufen Kamikaze auf mich zu und sie verfolgen mich. Uff, nicht ein Trainer. Ja, hier haben wir noch Wassersachen. Oh, schau mal, was läuft da rum? Irgendwas mit Händen. Ist es neu? Oder alt? Du meinst Bitora? Ich kenne das nicht. Das oh, jetzt kam da was aus dem Boden. Ich okay, dachte, aber das ist ein Pokéball. Und ich das auch. Ist ein Galaflunschling. Und wir haben es genau gleichzeitig encountert, Digga. Shit. Okay, aber ich würde sagen, das bekommst du, weil ich habe ja den Karpfen vorher bekommen. Okay, ja, ja. Also von daher würde ich sagen, das wäre fair. Hat das eine Entwicklung? Nein, oder? Flunschling ist bereits entwickelt. Ach so. Das aha. War ein Boden-Elektro-Pokémon mit einer ziemlich einzigartigen Typen-Kombi. Das ist ziemlich interessant. Ich weiß nicht, ob es noch mal eine Entwicklung bekommen hat in dieser Gen. Mit Boden-Elektro, da müsste ich mit Kiddy Kong hier auf jeden Fall am Start sein, weil es ist Level 25. Das ist tatsächlich relativ hoch für mich. Ja, ist es. Da kommt die Vergeltung, aber die macht jetzt zum Glück nicht so viel. Aua! Ich habe halt keine Ahnung, was das sein könnte. Oh, ist es ein Boden-Pokémon? Was denkst du? Oh, wenn ich es jetzt kille, wäre es scheiße, weil wir dann keinen Encounter hier kriegen. Aber ich habe. Ich würde mal einen Abschlag machen. Hat dir so viel Damage gemacht gerade? Nee, ich war schon angeschlagen. Ah, okay. Metall-Sound? Oh nein. Jetzt muss ich rausswitchen. Ja, das macht halt den Spätstef auf minus 2, ne? Ja, und wer weiß, mit was der um die Ecke kommt. Oder auf minus 1? Ja, minus 1. Bruh. So, Alter. Das wird schon was aushalten. So, ich kann dir vielleicht gleich sagen, was der ist. Ich setz mal Zauberblatt ein. Und das ist normal. Okay, da kommt wieder der Metall-Sound. Oh mein Gott, die Vergeltung. Okay, der ist definitiv ein Unlicht-Pokémon. Warte mal, das ist eine Kampfattacke. Vergeltung. Tiefschlag. Ja. LOL. Ist das Kampfunlicht oder was ist das für ein Ding, Digga? Ich weiß es auch nicht. Und wenn es doch da auch meine Verteidigung minus 2 senkt, habe ich hier Probleme, das zu schwächen. Er setzt immer Metallsound ein, immer. Ich muss jetzt all mein Pokémon heilen. Ey, das Ding ist so bulky, es frisst 4 Step-Zauberblätter von Cremor. Ha! Es ist krass. Also ich würde sagen, heil deinen Starter und geh einfach drauf damit. Ja, ich habe jetzt meine Arcani geheilt. Ah, okay. Oder deine Arcani, ja. So, da kommt der Lehmschuss. Oh no. What? Holy shit, das war ein Crit. Also, ja, kann ich wieder raus switchen. Alter. Okay, geh zu deinem Starter. Ja. Aber dem hat er auch böse gegeben. Doch, das müsste. Ich geh zu meinem Starter und heil den dann. Bro. Alter, das sind wilde Pokémon, die uns hier Stress machen, Mann. Ja, da kommt die Vergeltung. Okay, und jetzt noch einen Supertrank und dann... War Vergeltung eine Attacke? Wenn ich ihm Damage mache, macht er mir mehr Damage? Richtig, ja. Musst du aufpassen.
denke, ich werde mal. Ich werde einfach mal auf gut Glück vielleicht mal einen Pokéball werfen. Da kommt der Metallsound schon wieder. Aber Vergeltung ist physisch. Und Lehmschuss dürfte jetzt mein Pflanzen-Pokémon nicht in Bedrängnis bringen. Auch mit doppelt gesenkter Spitze. True. So, Heilball, Superball, Nest, Freund, Köder. Nee, Köder ist für Angel-Pokémon. Ja, dann setze ich einfach nochmal einen Doppelschlag ein. Geh doch auf den Step. Das macht nichts. Das hält ordentlich was aus, ja. Oh, normal ist nicht sehr effektiv. Dann ist es ein Stein- oder ein Stahl-Pokémon. Ja. Hä? Das verwirrt mich komplett. Das hat Unlicht- und Kampfattacken, aber auch Bodenattacken, ist aber entweder Stein oder Stahl. Aber Stein kann es nicht sein, weil Pflanze nicht sehr effektiv ist. Stahl, das heißt, Unlicht? Es muss Stein. Doch, stopp. Natürlich ist es Stahl. Das Vieh soll eine Bärenfalle darstellen. Oh. Eine Unlicht-Bärenfalle. True. So, aber jetzt, mach mal Lehmschuss, mach beim Wanichu nichts, weil ich werfe jetzt am Bälle. Boden macht. Stopp, Boden ist gegen Stahl sehr effektiv, oder? Boden ist gegen Stahl effektiv, ja. Okay, dann bist du raus. Boden gegen Boden ist okay und okay, dann kann Schieb hier auf jeden Fall mindestens eine Attacke aushalten. Digga, ich habe noch mal ein ganz anderes Problem. Ich habe gerade einen Waggon vor mir und Waggon zerflext vieler meiner Pokémon. Bro, ein Lehmschuss macht meinem Schiebi fast Half-Life. Was zur Hölle? Ja, that's crazy. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich würde es am liebsten aus dem Leben ziehen, aber... Boah. Ekelhaft. Warte mal, es hat... Ja, das Ding ist jetzt, deine Schildkröte ist jetzt zu einem Stein-Pokémon geworden. Das heißt, der Lehmschuss ist sehr effektiv. Boden? Ja, richtig. Das heißt, das ist auch kein Switch-In. Ja. Das bedeutet... Eigentlich müsste ich auf Kiddy Kong gehen. Der hält einen Lehmschuss aus und ein Ding auch. Den heile ich nochmal und dann werfe ich Bälle. Ja. Weil jetzt ist seine Verteidigung nicht mehr doppelt gesenkt, weil er jetzt draußen war. Wie viele Tränke hast du noch? Einen habe ich noch. Okay. Da kommt der Metallsound wieder. Oh, wie sehr man bei einem wilden Pokémon struggelt. Leck mich am... Das ist richtig crazy. Oh! Oh! Jetzt bin ich gespannt. Wow! Das hat zwar nichts mit dem davor zu tun, aber es der ist geil. Der ist ja richtig cool, Mann. Ja. Elektro. Cool. Der ist richtig. Ist so ein Labrador, oder? Ja. Okay, aber jetzt mal zurück zum Kampf. Ah, er hat okay, Tiefschlag. Tiefschlag. Okay, sehr gut. Superball. Ja, mach den. Hau den Superball raus, Digga. Okay. Uff, Digga. Aber er setzt wieder Tiefschlag ein. Ich probier's weiter. Ich muss jetzt die Chance nutzen, wo ich mal nicht heilen muss oder so, Bälle zu werfen. Oh, das Ding hat Titankiefer. Wow. Okay. Okay, den Donnerzahn auf dem Teil. Ui. Ich werfe jetzt einfach Bälle. Das ist mir jetzt egal. Das scheint ein echt schwieriges Pokémon zu sein, um zu fangen, Digga. Das ist echt crazy. Ja, das ist okay. Ich probier's mal mit. Hast du keine anderen Bälle mehr? Warte mal. Nein, ich hab nichts krass. Also ich hab schon geschaut, ich hab nichts, was irgendwie effektiv ist. Ja, mein Heilball. Okay. Muss man mal ein bisschen ausprobieren. Ein Wackel ist das höchste, was ich bisher bekommen habe. Okay, ich würde sagen, noch ein Ball und dann musst du das Ding killen. Ja. Also nicht killen, du musst fliehen. Ja. Okay, jetzt musst du fliehen, Digga. Oh mein Gott. Aber wenn die Flucht fehlschlägt?
Du bist ein Level höher, aber er hat gerade deine Init gedroppt. Ich weiß nicht, ob das immer noch mit Init zu tun hat. Du kannst safe spielen und eine Pokepuppe schmeißen. Ja, ich gehe auf kein Risiko. Ich gehe auf kein Risiko. Ich meine, es scheint ein starkes Pokémon zu sein, aber es ist es nicht wert, irgendwas zu verlieren. Wo sind die? Bei Kampf-Items. Zweimal rechts. Noch einmal? Hast du keine Pokepuppe? Ich habe keine Pokepuppe. Geh nochmal nach links. Hä? Guck nochmal durch. Ich habe keine Pokepuppe. Okay, Digga, dann musst du jetzt hoffen, dass du fliegen kannst. Bro, aber dann verlieren wir unseren Starter. Naja, du kannst was opfern und dann versuchen zu fliehen oder du kannst einfach jetzt versuchen zu fliehen. Warte mal. Luigi Boy frisst keinen Lebensschuss mehr. Wanichu frisst sowieso keinen Lebensschuss. Ja. Wobei, was hat er für Def und für Spätzle Werte, Wanichu? Mach mal Bericht. Und dann einmal rüber. 30 Verteidigung, 29 Spezialverteidigung. Das ist nicht so gut, aber... wenn Lehmschuss kein Stab ist, aber es ist halt sehr effektiv, aber... Ah, oh, Digga. Bro. Aber andererseits hat er Vergeltung. Oh. Naja, du musst fliehen, Digga. Du musst einfach fliehen. Ja! Oh, okay. Bro, ich fliege jetzt sofort zu dem Pokécenter, du bist der Bärenfalle entkommen, Alter. Bro, das war einfach... Ich bin so underleveled. Ich bin so fucking underleveled. Ja, aber Vollgas. Wir sind alle underleveled, ja. Wir sind beide. Komplett underleveled. So. Sofort. Sogar mit meinen super krass defensiven Pokémon wie Cremor habe ich irgendwie Probleme. Also ich konnte das Ding auch. Ich glaube, bin ich geflohen, habe ich gekillt. Ich weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall crazy. Dann können wir nie eine 2 keinen Counter fangen. Ja. Leider keinen Counter in der Mine 2, aber das ist okay. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja. Das war auch unmöglich zu fangen, so das Ding. Ja, aber das war einfach zu stark. Das war zu stark. Ja. Und ich hatte keine Finsterbälle oder so. Dieses Ding ist sehr interessant, weil das ist jetzt mein schnellstes Pokémon im Team mit 70. Boah, 70. Es hat Titanenkiefer, was Biss zumindest einen Stab gibt und somit ist Biss stärker, ja, gleich stark wie Funkensprung. Wenn der Ding Donnerzahn bekommt, dann kriegt er Stab und Titanenkiefer drauf. Donnerzahn. Oh boy. Dann zerreißt er alles, dieser Typ. Crazy. Also das wird sehr interessant, dieser Hund. Aber gut. Ja, gut. Freunde, das war ein Happy. Versuch, die Mine mal so ein bisschen zu erkunden. Ist nicht ganz so gut gelaufen. Nee. Aber im nächsten Part auf Hübis Kanal werden wir wohl einen zweiten Versuch wagen und uns ein bisschen vortasten. Da vielleicht mit 2-3 Level mehr im Team. Ja. Ich denke auch, dass ein bisschen Training angebracht ist, dass wir wenigstens auf gleichem Level wie wilde Pokémon sind. Yes. Okay, Leute. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Guckt beim nächsten Mal bei Hübi vorbei. Also morgen. Na, ihr wisst Bescheid. Richtig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zurück in der Mine des Todes. Yes. Wo üble Pokémon auf uns warten. Macht's gut und bis dann. Einen schönen Tag. Ciao.